Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wie ich beim letzten Mal schon angekündigt habe, will ich diesmal wegen an unserem Restaurant rumspielen, denn wir brauchen unbedingt da auch jetzt funktionierende Gerätschaften. Ob ich es gleich so bauen kann, werde, dass wir alles haben, werden wir sehen. Könnte am Material scheitern. Ja, leider. ich brauche auf jeden Fall mal 16 Zinnkabel. Und ich brauche mal 16 Poly. So, für mich, ich habe ein bisschen was geändert, weil wie ihr gerade seht, oben meine FPS-Zahl ist ein bisschen nach oben gegangen mit Öl. Genau, weil ich habe jetzt mal Optifine reingepackt und habe ein paar Kleinigkeiten schon mal ausgemacht, wie zum Beispiel, ich habe den Nebel ausgestellt und ja, ist auf jeden Fall etwas FPS-freundlicher, weil wie gesagt, wenn wir dann schon Abstürze haben von 60 auf 40 oder so, nicht prickelnd. So. Dann haben wir jetzt schon mal davon 8 Stück. So, weil wir brauchen ja drüben ein paar Sachen. Ich lege mich mal schnell hin. Und ich bin der Meinung, da können wir auch zeittechnisch warten. Das heißt, wir werden drüben einen Mixer brauchen mit Wasseranschluss. Wir brauchen einen Kompressor fürs Eis. Hier seht ihr schon mal, wo dann mal irgendwann die Treppe hinkommt. Kann sein, dass sich das noch ein bisschen leicht verändert, dass ich das auch noch ein bisschen mehr nach drüben packe. Werden wir sehen. So, ich habe schon mal hier so eine Art Küchenzeile aufgebaut. Das heißt, da kommen aber auch nochmal dasselbe drüber. Also, und die Maschinen kommen da entlang. Und jetzt für mich, das ist jetzt 2, 4, 6, 7. So, jetzt muss ich nur gerade überlegen, was wir alles brauchen. Also, wir brauchen auf jeden Fall einmal einen Kompressor. Wir brauchen so eine Entsaftungsmaschine. Wir brauchen eine. Also ich kann es ja, weil ich ja das Red Alloy Wire verwenden werde, das auch auf längere Bahn machen, weil wir keinen Energieverlust mehr haben. Also das heißt, ich kann das komplett rumziehen und sagen, okay, ich lasse immer links und rechts was frei. Zum Beispiel fürs Reinmachen, fürs Rausmachen. Jetzt muss ich mal schnell was gucken. Snow, beziehungsweise Eis. Kann ich Snow überhaupt herstellen? Über eine Waterzelle im Kompressor. Über Schneebälle, kann ich Schneebälle herstellen? Ja, über einen Fluid Solidifier. Könnte ich das eventuell herstellen? Das heißt also, wird kompliziert anzuschließen mit dem Strom. Aber ich könnte einen Bogen ziehen. Das heißt, ich könnte einen Fluid Solidifier auch noch mit drüben hinbauen. Das wäre dann eventuell Maschine Nummer 9. Also, wir brauchen auf jeden Fall mal drüben einen Ofen. Also mit dem fange ich auch an. Wir brauchen einen Furnace. Und zwar einen Basic. Das heißt, ich brauche zwei Circuits. Bisschen Kupfer und bisschen Kabel. Davon 2. Auch 8 Kabel. Davon auch noch 2. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wie viel Red Alloy, das ich noch habe.
Das ist Redstone Alloy Wire. Genau, das ist 11V. Davon habe ich 23. Hab ich, wie viel habe ich davon noch? Oh, jetzt muss ich Options. Controls, weil jetzt hat Optifine auch noch was hinzugefügt. Gibt's einen Reiter Optifine? Nein, das hat der, glaube ich, unter Verschiedenes beziehungsweise unter Stinknormal abgelegt. Und zwar, jetzt habe ich einen Zoom. Ah, nee, das ist der falsche. Wir gucken mal schnell Zoom. Z, okay. Muss ich erstmal suchen. Beziehungsweise eh noch schon wieder Dünnpfiff. Off-Key Zoom heißt das Ding. Was hier die Tab-Taste ist. Backpacks ist momentan das, wenn ich jetzt das mache, Tab, okay. Reset. Was? Open Backpack? Okay. Verwirrt. Ja, sehr schön. Machen wir mal. Num 3 ist voll. Num 5 ist nicht voll. Dann 5. Okay, funktioniert nicht. Sehr schön. Wir suchen weiter. Ich brauche also die Taste Tab. Heißt dann nicht Zoom, sondern das heißt irgendwas anders. Tab, Tab. Ich suche Tab. Tab. Mit meinem Glück finde ich es nicht. Ach, nee. Ist nicht Tab. Aber Steuerung ist doof, weil Steuerung ist. So, das kommt dann doch auf die Tab. Und jetzt muss ich meine Tab-Taste finden. Tab. List Players. Und du gehst mal auf Backslash. Jetzt brauchen wir noch Backslash. List Players. So, und du gehst auf die 5. Und du gehst dann auf die 4, nein, auf die 7, nein, auf die 8. Okay, dann. Also wie gesagt, momentan funktioniert es nicht. So, aber 5 kann ich jetzt die Map umschalten. Da habe ich jetzt keine Funktion drauf. Wahnsinnig. List Players. Oh, Conflicts. So. Kommst dahin und du wirst resettet. Mach mal Öl. Ohne Öl fehlt dir was. Wobei Öl ist, glaube ich, oder? Nee.
Ah, das ist jetzt. Ist egal. So, drei und sortieren bitte. Danke. Bin schon total perplex. Also, aber Sneaken geht wieder. Jetzt kann ich auch, wie gesagt, zoomen. Das bringt halt Optifine mit. Kann man sich ein paar Viecher angucken. Ja, also, genau. Ich wollte ja basteln einen Ofen. War jetzt das da, das da. Ich vermute unten das und oben das. Sehr schön. Und wir haben schon mal einen Ofen. Und genau, ich wollte ja über Sneaken das rausholen, dass die Wire mir dann noch Kabel macht. Das war eigentlich meine. Deswegen habe ich das gebraucht. Verdammt. Ja, haben wir dann noch da was drin liegen? Nö. Musik, Crushed Ice. Okay. Ich bin jetzt nur gerade beim Überlegen. Jetzt habe ich noch keine Ahnung, wie ich das mache mit dem Wasser. Ich habe nur festgestellt, es ist gerade. Und eigentlich macht es am meisten Sinn, den Wasseranschluss auf die Seite zu ziehen. Also nicht da, sondern in der Küche da. Weil ist am nächsten am Wasserwerk dran. Das heißt, da kann ich auch eventuell eine Direktleitung machen. Also das heißt, Wasser eventuell hier hoch. Problem ist nur, ja, okay, ich könnte jetzt dann hierhin dann einen Mixer machen, hätte dann hier meinen Fluid Solidifier und brauche hier den Kompressor hin. Ja, das heißt, die Schneebälle werden dann gleich einen Kompressor weitergegeben. Oder ich könnte es sie in den Kompressor automatisch weitergeben. Genau. Und der Kompressor wäre da hinten in der Ecke. So, okay, das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes erstmal einen Mixer, weil der Mixer ist wichtig. Oh, und der Himmel schaut jetzt cooler aus. Der schaut richtig cool aus. Ja, gefällt mir, kriegt ein Like. Okay. Mein Problem ist, dass das Kabel eigentlich viel zu wenig ist für das, was wir brauchen da drüben. Darum stellen wir gerade was her. So, heißt jetzt aber auch für mich halt. Oh, da ist nichts mehr da. Sehr schön. Alles durchgearbeitet. Begeistert. Dann brauche ich davon 7 Stück. Und gib ihm das ab. Und hier die 24. Und ich habe jetzt da Red Alloy Wire draus gemacht. Nein. Ja, okay, aber brauchen wir auch. Brauchen natürlich das Zeug hier. Habe aber auch genügend da. Also sogar noch mehr da. Gefällt mir. So. Heißt, 8-fach habe ich noch 3. Das sind wir schon mal bei. Ja. Aber ich darf nicht mehr anschließen als 8 Maschinen. Ja, wobei, nein, doch, ich könnte mehr anschließen. Ist egal. Also wir brauchen als nächstes jetzt den Mixer. Mixer in 11V. Das heißt, wir brauchen Rotor. Ich brauche 4 Glas. Ich brauche wieder 2 Circuits. Oh, da werden jetzt Circuits drauf gehen. Habe ich noch Glas hier? Habe ich. Dann brauche ich einen Motor. Und einen Rotor. Die ganzen Rotoren, die wo ich gebaut habe, für die Pumpen sind fast schon alle weg. Wahnsinn. So, du kommst dahin.
Brauchst kein Kabel. Schön. Kommst du dahin? Und der Motor kommt dahin. Wir haben den Mixer. Okay, also das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Mixi und einen Electric Furnace. Dann hätte ich gesagt, brauchen wir eigentlich als nächstes einen Basic Extractor, weil der ja uns die ganze Zeit halt. Wenn wir schon bei Cooking Utensilien sind, da gibt es einen Juicer. Und der Juicer wird hergestellt. Stainless Steel Bolt. 2 Stück. Habe ich. Brauche 5 Stainless Steel Platten. Ich habe gesagt Stainless Steel. Das ist das Zeug daneben. Was brauche ich noch? Und einen Stainless Steel Tripwire. Das heißt, ich brauche 4 Stahlplatten und 4 Stainless Steel Platten. Dann machen wir erstmal das. Glaub, oder? Nee, ich brauche 5 Stimmchen. Nicht verwenden lassen. Okay. So, dann gehen wir mal raus, weil wir brauchen jetzt sozusagen erstmal das, dann brauchen wir das andere. Das war jetzt, glaube ich, so. Und so. Unten haben wir. Stainless Steel Drip Wire. Drip, Dip. Gut. Kommst du dahin? Dann kommst du hierhin wie ein Trichter. Die Bolts kommen dahin. Nochmal ein Werkzeug. Ja. Und einen Hammer drüber. Und ich habe den Juicer. So, der Juicer hat nämlich einen riesen Vorteil. Juicer geht nicht kaputt. Juicer kann alles sofort umwandeln. Und wir machen den ultimativen Test. Falls Stream das sieht. Ab und zu guckt er zu. Oder er guckt vielleicht sogar regelmäßig zu. Ich weiß es noch nicht. Toll, ich habe natürlich jetzt keine 5 Stück davon irgendwas. Aber vielleicht in der Küche. Da wo es hinkert. Beziehungsweise, nein, Kühlraum. Da kann's hin. Geht's ja kaputt. Genau. So. Weil eine kleine Vorführung für Schwachsinn kommt jetzt gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 5 brauche oder 4. Ist egal. So, Extractor. Ich baue hier 4 Stück rein. Und das dauert. Es dauert gut. So, nehme ich den Juicer in die Hand und mache das da. Kriege ich 2 raus. Also 1:1. Wenn ich das in der Maschine mache, also nur zum Automatisieren, brauche ich 4, um einen rauszukriegen. Und mit dem Juicer brauche ich 1:1. Also entweder Juicer bitte umswitchen, dass man davon auch 4 braucht, um einen rauszukriegen. Oder andersrum. Ich bin zwar fast andersrum, aber ich glaube, Dream ist wieder für das, was ich zuerst gesagt habe. Und wir legen uns mal schnell hin. Dass man 4 Stück braucht. Konsequenz, bitte. Konsequenz, ja. Ich bin gerade gespannt, wie wir das gerade aufschreiben. Ey, du bist doch ein bisschen doof. Kannst du sowas nicht sagen.
Bin froh, dass das so billig ging. Ja. Also, wie gesagt, ne? So. Hau ich ein Stack rein. Vor allem das Lustige ist, Äpfel ist 1:1. Nur diese Beeren, diese kleinen Beeren, da ist es 4:1. Whatever, warum auch immer. Also wie gesagt, ich bin 1:1 für beides. So, genau. Also wir haben jetzt dann hier unseren Mixer stehen. Das heißt, hier kommt unser Wasseranschluss dann hoch. Das heißt, das geht hier auch weg und das geht weg und das geht weg und das geht weg und das geht auch weg. Das heißt, unser Kabel geht dann so rum. Wir können natürlich auch den Wasseranschluss da durch die Wand kommen lassen. Nee, geht nicht. Geht nicht. Machen wir nicht. Nee. So, okay, aber ich kann ja mal den da schon mal herstellen. Du kommst auf jeden Fall dahin. So, dann kommt hier der Kompressor hin. Hier kommt der Fluid Solidifier hin. Das ist aber momentan nicht wichtig. Dann hätte ich gesagt, dann hätten wir hier, weiß ich nicht. Dann packe ich dann hier meinen Ofen hin. Dann, wie gesagt, die Saftpresse könnten wir da eventuell hinmachen. Wobei Saftpresse eigentlich cool wäre, wenn da mehr ist. So, okay. Also, als nächstes bauen wir aber mal eine Maschine, die wir noch nie gebaut haben, eine Microwave. Das heißt, wir brauchen einen Emitter, wir brauchen Circuits, wir brauchen Blei und einen Motor. Das wollen wir doch mal tun. Ich weiß es, da können wir jetzt dann gleich mal den ultimativen Test dann machen. Vor allem ultimativen Test ohne Strom. Das wird interessant. Ja, wir können es mit Batterien machen. Geht ja. Könnt ihr auch einen Battery Buffer hinsetzen. Könnte man auch. Oder man nimmt das Red Alloy. Redstone Alloy Wire. Und packt es da rein und lässt sich das Kabel machen. Und baut sich einen Battery Buffer, einen 8-fachen. Kann man auch tun. Haben wir da vielleicht sogar noch einen drin? Leider nö. Okay. So. Okay, ich könnte jetzt noch einen Basic Extractor bauen. Aber ich könnte. Und nein, wir machen gleich noch eine Quest, weil das ist auch was, was ich auch immer gern vergesse. Es gibt Coins und da gibt es den Maple Syrup. Und das kann ich mit Coins the Forest Range 1 machen. Und das werde ich jetzt auch tun. Und ich claim mir mal einen Maple Syrup. Und schließe mal schnell die Quest ab. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wo hat denn die jetzt abgeschlossen? Da hat er Fischis drin und Türen drin. Ne, da war es nicht. Hier zwei. Da war der Tank. Da war es auch nicht. Dann ist es irgendwo beim. Gibt's hier einen Fokus fürs Futtern? Ich merke unbedingt, ich brauche die Suchfunktion. Ich weiß aber auch, dass es eine Suchfunktion irgendwann geben wird. Maple. Nö. Also ich bin blind. Also suchen wir mal hier. Also hier haben wir No Ghost. Fischi und die Tür.
Ja, wenn es der nette Onkel mal immer seine Quests abgeben tät, dann wäre das ja kein Problem. Ja, natürlich lustig, wenn es eine AV-Quest wäre. Da haben wir Chrom oder Ruby. Auch noch eine vereinzelte. HV, nee, haben wir nada. Fishing, Farming, Cooking haben wir ja gerade gesagt, habe ich nicht. Also bin blind. Heading, Sachen, sonst was. Building Better Bases. Forestry and Multifarms. Leider auch nein. Multiblock Goals. Oder war das die war das keine Quest abgeschlossen, sondern einfach nur ich habe das gerade gemacht. Kann natürlich auch sein. Wäre natürlich witzig. Weil ich glaube nicht, dass er da zweimal dasselbe Symbol nimmt. Ja, da kann ich lang suchen. Stundenlang. So, aber auf jeden Fall haben wir den den Maple. Den schmeiße ich mal hier rein, weil da draus, ja, machen wir dann unsere Maple Farm. Und ich bin schon jetzt komplett durch, ich merke schon. So, das heißt, wir brauchen, das waren Emitter, ne? Bitte LV, danke. Einen Emitter, jawohl. Zwei Circuits. Zwei Circuits. Brass Rod brauche ich noch. Zwei Zinnkabel. Okay, dann brauche ich noch einen Zertus Quarz. Und ich glaube, ich weiß jetzt, was ich ausgeschalten habe. Vor lauter Tasten drücken. Hervorragend. Ich brauche mal bitte die Controls. Semikolon. Ja, werde ich hoffentlich wieder hinkriegen. Aber das mache ich dann oft. Wenn ich es dann rausgefunden habe, sage ich euch auch, wie es geht. Da ist es. Das übers. Danke. Gehen wir doch hin. Genau, ich brauche Brass Rods. Mein Zertus Quarz habe ich natürlich nicht dabei. Der ist hier. Ja. Geht Gott sei Dank gleich ins Inventar. Dabei Jabba wäre jetzt runtergefallen. Zack. Zack. Ich habe natürlich die zwei Circuits vergessen. Ganz groß. Echt gut gemacht. Mal gleich jetzt 8 Stück mit, mir egal. Wir brauchen noch ein paar Maschinchen. So, 2 Stück. Austauschen, austauschen, austauschen. Emitter bauen. Dankeschön. So, jetzt brauche ich noch für die Microwave einen Motor und 3 Bleiplatten. Eine habe ich, 2 brauche ich.
Hab beinahe mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Sehr schön. Mach ich total gut. So, okay. Dann Motor habe ich gesagt und ein Kabel. Na komm. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum, dass wir auf jeden Fall eine Fabrik brauchen, die definitiv das macht. Ich habe gesagt, ich brauche noch einen Motor und ich brauche noch ein Kabel. Dankeschön. Dann heißt es, wir geben das mal. Du kommst dahin. Dahin, der Emitter, der da und du da. Das Kabel habe ich übersehen. So, das heißt, wir haben jetzt die Microwave. Und ich klaue mir mal schnell zwei Small Batteries. Und jetzt den kleinen Test machen. So, das heißt, zwei volle mit. Ich hoffe, dass die jetzt genau gleich viel Strom fressen. So, haben wir denn hier was drin? Jawohl, wir haben zwei Hühnchen dabei. Nein, wir nehmen mal die 8 Fische mit. Falls unser Versuch missglückt und wir mehrfache Anläufe brauchen. Ich glaube, das Problem, was ich jetzt noch habe, ist mit Optifine, dass jetzt der Blood Moon nicht mehr rot angezeigt wird. Wird bestimmt witzig. So, rein. Egal. So. Kommt da eine Batterie rein. 860. Ja, war ja klar, ne? So, ein Fisch ist. Alter, mit was grillst du? 6 Sekunden. Und der Mikro? Das waren keine 6 Sekunden. Das war eine Sekunde? Ist das cool? Ich glaube zwar, haben wir auch schon gegrillte Sachen hier? Nee, ne? Werde auf jeden Fall auch einen Maserator brauchen. Ich bin nur gerade beim Überlegen, ob ich den Maserator, wenn wir unsere Erzverarbeitung angeschlossen haben, ob ich den nicht einfach hier rüber baue. Weil drüben brauche ich den definitiv nicht mehr. Weil dafür lasse ich dann unseren MV oder unseren HV laufen. HV. MV haben wir, glaube ich, gar keinen. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall, wir können jetzt was klein machen. Wir können was langsam braten, wir können was schnellst braten. Dann lassen wir den Juicer auch da. Dann haben wir schon mal auf jeden Fall ein paar Kleinigkeiten. Das heißt, mir fehlt jetzt noch der Kompressor. Das andere Teil. Also das heißt, es wird was gebraten, es wird was Ja, das ist jetzt halt gerade die Special-Frage. Einen Seehund brauche ich nicht. Kann man Gerichte automatisiert machen? Nö, teilweise. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall... Also ich werde noch Maschinen brauchen. Es ist ganz sicher. 19 Kabel, cool. Hab sogar noch irgendwas übrig. So, mach ich mal da rein. Also wie gesagt, Maserator brauche ich dann fürs Crushed Ice und auch für andere Sachen zum Zerkleinern. Ich brauche den da, um die Säfte zu automatisieren.
Forming Press. Na doch, die Forming Press können die vielleicht sogar noch gebrauchen. Genau, fürs Brot. Das heißt, ich stelle ja den Teig her. Den mache ich ja, glaube ich, im Mixer, ne? Das war jetzt Duff. Muss ich gerade mal gucken. Genau, Duff. Der falsche Duff. Genau, hier muss ich dann Mehl und Wasser reinschmeißen. Dann werden es zwei Teige im Mixer. Und das kann ich dann in die Forming Press werfen. Und dann werden da draus Brote. Oder ich kann ihn wieder in den Mixer werfen mit Kakao. Mit Zucker. Oder mit Schokolade. Was? Zweimal Schokolade? Kakaopulver. Ja, und Chocolate Powder. Ja, ist dasselbe. Oder ich kann das in die Bending Maschine. Alles klar. Brauchst du dann drüben eine Bending Maschine, um Pizza zu machen, oder was? Da fällt mir ja so viel Blödsinn ein, wenn ich jetzt mir das angucke. Wäre jetzt natürlich witzig, wenn jetzt diese Pizza halt auch mit nicht mit einem Teig gemacht wird, sondern mit dem ausgerollten schon. Merkt schon, ich bringe da jemanden ganz groß zum... Okay, aber wir erstellen ja Milch her und Sojamilch. Also das heißt, aus diesen zwei Komponenten können wir auf jeden Fall Käse herstellen. Ja, also, beziehungsweise Fresh Milk. Kann man eigentlich... Moment. Fresh Milk. Aus was machen wir? Aus einem normalen Milch und einem Ding? Presser. Nee. Okay. Wenn ich jetzt Ketchup herstellen möchte, Wein, ja, eine Canning-Maschine brauche ich auf jeden Fall drüben auch, und das ist, nee, das ist auch eine kleine, das ist auch nur LV. Genau, die Dosen mache ich mit einer HV. Fruit Crumble. Also das Zeug können wir jetzt alles herstellen. Wie gesagt, genau, der Flor. Wir machen etwas Flor. Das macht man in einem Pulverizer beziehungsweise in einem Maserator. Bin ich jetzt gewollt? Wir haben doch den da schon da. Bitte Watt. In den Maserator einfach mit. Ich habe ihn entführt. Sache, es waren Außerirdische da und die haben den geklaut. Nee, ein Enderman. Das war der erste Enderman, der vor allem, weil wir jetzt dass die Edde klauen, ausgeschalten haben, hat der Enderman den geklaut. Das, ja. Okay. So, dann heißt es jetzt, wir haben den Maserator. Den Maserator möchte ich bitte auf jeden Fall auch so hinstellen. Der kommt dann hier hin. Das heißt, ich kann hier eine Kiste hinstellen zum Einfüllen und obendrauf wieder zum Rauslassen. Das ist ja das, was wir alles haben wollen. Also wir haben Maserator. Die andere Frage ist diesen, ja doch, ich mache die Farben damit. Indem, dass ich die Blumen reinhau. Wäre wegen blöd in der Küche, ne? Wäre wegen schmutzig. Und den Kompressor brauche ich auf jeden Fall auch, weil ich momentan noch keine MV- oder HV-Variante davon habe. Ja, wir müssen langsam auch anfangen, die Maschinen abzugraden. So, das heißt Extractor... Ne, der Extractor brauche ich auf jeden Fall, weil, ja, bis ich eine bessere Variante habe.
Weil da machen wir alles Mögliche mit. Vor allem Rubber. Hau ich einfach mal irgendwann ein. So, das heißt, wir haben jetzt den Extractor. Den nehme ich auch noch gleich mit. Den Kompressor kann ich aber nicht mitnehmen. Da baue ich mir schnell noch ein. Basic, das heißt, ich brauche zwei Pistons. Die dürfte ich noch haben. Pistons. Circuits. Du kommst in die Mitte und ich brauche noch vier Kabel. Habe ich noch mal einen Kompressor. Also ist der Kompressor eines der Sachen, die immer, die ich dann auch da lasse. Genau, dann haben wir ja gesagt, der Fluid Solidifier kommt neben das Wasser. Haben wir jetzt noch das, was ich vergessen habe. Also der Kompressor kommt hier hin, der Fluid Solidifier kommt hier hin. Und den Basic Extractor. Den bauen wir hier hin. Heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal überall Kleinigkeiten, um die Sachen herzustellen. Das Lustige ist, wo ich den Battery Buffer hin klatsch. Den muss ich auf jeden Fall einen weiter unten hin machen. Eigentlich hier. Ah? Das heißt, ich brauche jetzt noch einen. Ja, ich bräuchte jetzt noch die Forming Press. Nur. Ja, okay. Forming Press reicht mir eigentlich, wenn ich eine 11 habe, die brauche ich für die Bank. Das heißt, ich brauche da auf jeden Fall auch noch eine 2D. Okay, also das heißt, ich werde jetzt mir eine Basic, ja, genau. Das war mir fast klar. Dass das eigentlich ein ähnliches Rezept sein muss. So, das heißt, ich habe jetzt nochmal eine Forming Press. Auch nochmal Circuits. Geben wir gleich nochmal vier. Weil ich brauche jetzt dann in Fluid. Genau, Snow. Genau. Fluid Solidifier. Hab da drüben einen, der könnte eigentlich, naja, okay, wobei Assembler, nee, für einen Assembler ist der gut. Ich merke schon, der LV wird immer größer. Das heißt, ich brauche noch einen Fluid Solidifier. LV bitte. Zwei Pumpen. Das heißt jetzt eigentlich auch noch ein Glas. Gebe ich dich mal. Du kommst dahin. Die Kabel habe ich vergessen. Pumpen und das Glas. Brauche ich zwei Kabel. Ich hoffe, kann mir hier noch eine Kiste klauen. Kabel, die Kiste kommt drunter und du kommst dahin. So, Fluid Solidifier. Perfekt.
So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal, genau. Dann, ich brauche hier einen Battery Buffer. Heißt, ich brauche jetzt mal schnell. Wieder Ü gedrückt. Ist jetzt abgestürzt. Meine Brille kaputt gegangen? Hallo? Magst du das nicht mit Optifine? Magst du mich gar nicht mehr? 8, 16, noch 32. Wäre natürlich jetzt dann doof, wenn das immer wieder ausgehen geht. Wenn ich Optifine drin hätte. Das wäre super. Da hätte ich Spaß. Ich habe noch eine Trap Chest. Okay. Glaube ich mir wieder da eine. Und dann brauche ich noch mein Kabel. Mich auf jeden Fall mit. Ich hoffe, dass das reicht. Ich muss ja halt nochmal dahin latschen. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt so machen, wie ich hier dem Kabel, weil ich da keinen Verlust habe. Superkontakt ist mir zu teuer. Habe ich schon mal geguckt, ob ich das herstellen kann. Mm-mm. Ist nach oben. Ganz großes Kino. Ah, so geht's auch. Mal weg. So, ich habe ja gesagt, hier muss das noch ausgetauscht werden. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall auch noch brauchen. Das heißt, ich gehe jetzt dann da runter, hier rüber und da wieder rauf. Das heißt, ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück. So viel zu, es reicht nicht. Also wie gesagt, wenn einer von euch den Fehler kennt mit Holo Inventory und Optifine, bitte in Kommentare schreiben, wäre ich euch dankbar, dass ich dann diesen Bug auch nicht mehr hätte. Weil wie gesagt, ist für mich einer. So, 5 Stück. Was habe ich gesagt? Brauche noch 5 Kabel. Könnte ich eigentlich sogar unten einen kleinen Wassertank hinmachen und den kleinen Wassertank mit Holzpipes verbinden. Ach, ist egal. Also Strom anschließen, das mache ich dann mal irgendwann. Bin mal gespannt, wann wir in die Küche rüber rennen und weil wir da drüben das Zeug machen wollen und feststellen, kein Strom. Tastengeklimper. So, okay. Das heißt, du gehst jetzt dahin. Das heißt, du gehst dahin, 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 dahin. Ganz großes Kino. So, dann wirst jetzt du verbunden, du verbunden, du verbunden und auch du verbunden. Ich habe dann da Glück. Da kommt jetzt dann das hin. So, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Maschine, zwei Maschinen, drei Maschinen, vier Maschinen, fünf Maschinen, sechs Maschinen. Die Forming Press ist Maschine Nummer. Die kommt dann hier hin. Genau, dann
Connect mir die auch gleich mal alle. Wenn ich die Teile schon in der Hand habe. Das heißt, ich kann jetzt dann sagen, ja, von da oder von da kommt was rein. Bei Forming Press glaube ich jetzt nicht, dass wir tonnenweise Teich haben. So, und dann habe ich jetzt noch den Fluid Solidifier, der kommt natürlich jetzt dann dahin. Geht auch gleich darüber. Genau, Kompressor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich könnte, wie gesagt, noch eine Maschine mit hinzustellen. Ich vermute sogar, dass ich noch eine brauche. Ich habe sie nur vergessen. Ich kann ja mal gucken, ob ich rein zufälligerweise so intelligent war und auf meinem Clipboard das draufgeschrieben habe. Da sind die Circuits. Ja, Kraftwerk kann man Haken machen. Lager kann man Haken hin machen. Raffinerie kann man Haken hin machen. Chemie kann man Haken hin machen. Erzverarbeitung fehlt noch. Nein, ich hab ihn vergessen. Ich hab ihn vergessen. Und ich hab die Maschinen, ich hab die, glaube ich, irgendwo auf dem Zettel notiert, aber ich habe hier eine sehr hohe Zettelfluktuation. Das heißt, die verschwinden. Also wenn es ein... Ah, da habe ich was. Was habe ich aufgeschrieben? Mixer, Microwave. Ja, ich habe gerade, mir ist gerade eingefallen, welche Maschine das mir noch fehlt. Ich honk. Das heißt, ich brauche nochmal eine Pumpe. Circuits. Ah, das wird wieder ein Glas. Nee. Ich brauche bitte drei Pin-Kabel und ich brauche noch eine Schraube. Das da und das da? Auch doch Glas, ich hab's gewusst. Wäre ein Wunder gewesen, wenn nicht. Hätte hier ein Clearglas und Sand. Könnt ihr mir vorstellen, wo noch Glas sein könnte? Wenn hier nichts mehr drin ist. Könnte eventuell drüben noch ein bisschen was haben im Alloy-Smelter. Das ist leider Obsidian-Glas. Leider falsch. Nee. Hättest du es eigentlich auch schneller machen können mit Glasdust. Haha. So, Leerglas. Ich bin noch gerade beim Überlegen, wo ich zum Beispiel Glas herstelle. Aber eigentlich wäre für mich das Sinnvollste, dass ich das da mit hinpacke, wo ich dann auch irgendwann die Steinverarbeitung hinmache. Weil, habt ihr auch den Weg, Cobblestone kann man ja sozusagen herstellen über Generatoren. Ja? Und dann packst du da halt einfach mal fröhlich, frohlockend noch halt einen ja, mit hin. Also sozusagen ein Furnace hin oder so ein Schmelzer hin. Dass du jetzt sagst, okay, wenn du einen Sand hast, dann verarbeite den auch kannst du den auch noch zu Glas verarbeiten. So, aber auf jeden Fall, die Küchenutensilien haben jetzt alle, soweit ich das jetzt weiß. Wir machen nochmal schnell einen Test. Also wir haben jetzt das Knife. Wir haben Saucepan, wir haben Mixing Bowl, wir haben die Backware, wir haben den Juicer. Das heißt, mir fehlt jetzt noch der Pot und das andere Ding. Saucepan haben wir. Die Pfanne und der Topf.
Die müssten aber hier irgendwo rumfliegen. Ich vermute unten oder oben oder whatever. Auf jeden Fall kommt das hier mit rein. Wir haben ein Nudelholz. Das heißt, das wäre, glaube ich, die Backware. Wir haben ein Messer. Cutting. Ich wollte doch noch schnell schauen. Gibt es das Cutting Board eigentlich auch zum Craften? Ja, indem dass ich einfach ein Battery Knife aus Stainless Steel mache. Ja, das werden wir aber beim nächsten Mal dann machen. Oder übernächsten oder. Oder ich mach's mal irgendwann. Wie, ja. Und zeige euch, dass ich es gemacht habe und drüben liegt. Weil, wie gesagt, also das ist ein Battery Knife, habt ihr schon gesehen. Stainless Steel, also dass ihr mir das herstellen könnt, habt ihr auch gesehen. Einfach mal herstellen und ein Knife draus machen. Das ist halt was. So, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt oder mir sagen könnt, wie ich das Seolo Inventory auch mit Optifine ordentlich nutzen kann, schreibt es mir in die Kommentare oder eine Info, wo man das eventuell beseitigen könnte. Wenn ihr die Folge für lustig oder für informativ oder einfach euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, der YouTube-Algorithmus freut sich drüber. Und dann heißt es dann auch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.